Oh, was kam da? Oh, was kam denn? Road Hunter, All Road Truck. Wir haben doch. Ab 14. Ab 14, ja, genau. Allrad soll 48 km/h fahren. 1 zu 10. Offroad tauglich, na, ich weiß nicht so. Ist ein Brushed Motor. Pack's aus. Akku, Ladegerät und eine Bedienungsanleitung. Oh, wie von Zauberhand. Paul, wir gehen zum Mittel ab. Ja? Ja, guck mal, ich zieh schon. Wie ein Ochs. Geht ein bisschen schwer, okay. Ah ja. Zwei Akkus. Oh, es sind sogar zwei Akkus drin. Was ist denn für ein Motor? Nee, ist ein Brushed. Hier ist Empfänger und ESC in einem. Hier sitzt das Servo. Es ist upgradebar und zwar mit, hier sind Schalter, eine Schalterbox dafür oder Schalterbuchse. Hier kann man den Empfänger reinbauen. Mal gucken. Das, der Empfänger ist schon drin, oder? Der Empfänger ist hier mit dem ESC in einem und das dann ist das Servo, ist ein 5-Kabel-Servo oder 5-Draht-Servo und ja, so geht. Viel Platz von der Batterie ist nett, auch wenn man es upgradet. Ich habe noch vor, das abzugraden. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, alles in ein Video zu packen. Leute, weißt du, was ich... Natürlich, dass wir inklusive diesem Auto bei 150 Euro bleiben. Dir gefallen die Stoßstangen nicht so, die drunter sind die Bumper, aber ich glaube, die machen durchaus Sinn, dass man die dran hat. Leute, guck mal, so geht der Akku raus. Richtig. Aber man muss so reinlegen, dass man es halt anschließen kann. Das ist eine Standard-Bonsai-Funke, glaube ich. Du siehst das nicht. Ja, ist die Standardfunke. Auch hier Gas trimmen und Lenkung trimmen kann man hier vorne einschalten. Wenig Funktion, hat auch wenig Funktion das Auto. Ich hätte aber gesagt, auch mit dem Brushed Motor jetzt probieren wir es. Ja. Also, wir gehen ins Parkhaus und probieren mal den Brushed Motor und im Idealfall können wir den direkt im Anschluss umbauen auf Brushless. Sind wir in ein Parkhaus gefahren. Keine Autos, weit und breit. Ja, nur und unser Auto. Richtig, nur unseres.
Wie geil war denn das? So, man sieht Parallelen, wie das Auto vorne, warte mal, ich hab's dann richtig, wie das Auto vorne aussieht. Das hat jetzt nämlich auch eine Zahnlücke. Also, es waren jetzt glaube ich 64 Euro. Brushed, merkst du, macht zwar Spaß, man kann driften, aber ich glaube, man verliert schnell daran den Spaß. Aber es kommen Teile, wir werden das umbauen und das noch, dass man mit dem Auto im Rahmen von 150 Euro ist. Und ihr müsst gar nicht lange warten, weil das, der Umbau folgt jetzt und die Teile schreiben wir auch unten rein. Ihr habt es gesehen, wir haben umgebaut, es hat Spaß gemacht, aber das Ende vom Lied ist, es bringt gar nichts, außer man fährt es mit einem 3S. Von dem her kann man sich das, glaube ich, ein bisschen sparen. Wie siehst du es, Leo? Gut. Wie siehst du? Gut. Sinn hat es nicht gemacht, aber wir hatten Spaß.
Vielen Dank. In diesem Sinne. Habt eine Decken.